Du wirst es nicht glauben, lieber Ronny. Ich habe erst letztes Jahr mit über 30 Jahren meine erste Aktie gekauft. Kannst du dir das vorstellen? Das kann ich mir total vorstellen. Das geht nicht nur dir so. Okay, dann bin ich ja schon mal ein bisschen beruhigt. Ich kann dir von mir aus erzählen, dass es überhaupt nur dazu gekommen ist, weil ich durch dich so viel mit finanzieller Bildung in Berührung gekommen bin und langsam auch Zutrauen dazu entwickelt habe und so einen gewissen Überblick bekommen habe. Aber früher fand ich das Thema Aktien immer total unübersichtlich und auch ein bisschen dubios. Dabei stimmt das ja gar nicht, zumindest nicht zwangsläufig. Das ist richtig. Und was mir auch immer wieder aufgefallen ist, ist, dass auch du, der ja eher für Vermögenssicherung mit Edelmetallen steht, den Aktien gar nicht mal so abgeneigt bist. Da, das hast du völlig richtig beobachtet. Und ich dachte, angesichts dessen wird es höchste Zeit, dass wir uns auch mal diesem Thema noch mal ganz grundlegend widmen, weil wir sind ja hier im Einmaleins der Finanzen. Und ich glaube, damals, als ich dich noch nicht kannte, hätte mich das schon interessiert, mal das Thema Aktien ganz grundlegend erklärt zu bekommen. Und ja, deswegen werde ich dir heute ein paar Basisfragen stellen, die so ein bisschen zu meinem früheren Ich gepasst hätten. Na, dann bin ich aber gespannt, wie das ausgesehen hätte oder hat. Wunderbar, wir legen los, Ronny. Okay. Als erstes würde mich interessieren, wie du deinen eigenen Kindern, deinen zwei Töchtern früher erklärt hast, was Aktien sind. Gibt es da vielleicht ein einfaches Bild, eine Metapher, durch die man das ganz schnell verstehen kann? Ja, die gibt es in der Tat, aber da will ich vielleicht nicht mit anfangen, sondern ich glaube, man muss erstmal grundsätzlich den Begriff der Aktie definieren. Du weißt, ich steh ja total auf diese Begriffsdefinition, weil die natürlich sehr gut geeignet sind, um sich ein Bild zu machen, ne, von einer Sache. Und grundsätzlich, meinen Kindern habe ich immer gesagt, die Börse ist im Grunde genommen ein Ort, an dem Menschen Aktien von Unternehmen kaufen und verkaufen können. Das ist erstmal so die große Überschrift. Heute kann man das über das Internet oder über eine App machen. Das wird die Jugendlichen sehr freuen, die sich ja damit bestens auskennen. Unsere Generation, meine Generation, deine ja noch nicht, du bist noch ein bisschen jünger als ich, aber meine Generation, ich bin jetzt 46, die muss sich da auch langsam erst rantasten. Ich kenne viele Leute, ich habe viele Gespräche über dieses Thema und die erste Abneigung ist ja dann dort immer, ja, das muss ich ja online machen und ja, wie funktioniert das? Was muss ich da beachten? Das sind also so erstmal die ersten Reaktionen. Aber grundsätzlich ist die Frage erstmal, was sind denn überhaupt Aktien? Ja, Aktien sind nichts anderes als Eigentumsanteile an einem Unternehmen. Das bedeutet, dass man eben durch den Kauf einer Aktie ein sogenannter Teilhaber oder Teilinhaber des Unternehmens wird. Im Duden steht ja drin, dass die Aktie eine Urkunde ist, in der das Anteilsrecht am Grundkapital einer Aktiengesellschaft festgelegt ist. Und diese Urkunde verbrieft einen Anspruch auf einen bestimmten Teil des Gewinns. Ja, das ist erstmal so diese Überschrift über diesem Thema Aktien. Das muss man erstmal verstehen und wissen. Man ist also dort quasi erstmal und man wird Unternehmer im Grunde genommen. Man nimmt zwar nicht am operativen Geschäft teil, aber man hat zumindest die Rechte und natürlich auch die Pflichten, die damit einhergehen. Und daran schließt sich auch die Frage an, warum investieren Menschen überhaupt in Aktien? Menschen kaufen Aktien, um eben langfristig Geld zu verdienen. Das ist die ganz einfache, plakative Antwort darauf. Sie können eben durch den Kauf von Aktien, wenn sich das Unternehmen gut entwickelt, das ist ja mal die Voraussetzung, eine Rendite erzielen. Ja, also ich sage immer, das sind alles spekulative Transaktionen. Der Begriff Spekulation ist ja in unserem Sprachgebrauch eher negativ besetzt, aber Spekulation ist auch nichts anderes als eine Geschäftstätigkeit, die eben auf Gewinne aus zukünftigen Preisveränderungen abzielt. Nichts anderes ist eine Spekulation. Das ist weder gut noch schlecht. Das ist einfach der Fakt. Und wenn ich mich am Aktienmarkt bewege, dann will ich natürlich auf der einen Seite Gewinne, nee, hauptsächlich eben Gewinne aus meiner Transaktion ziehen. Machen wir uns nichts vor, das ist die einfache Antwort darauf. Wichtig ist aber trotzdem für Menschen, die damit noch nie in Berührung gekommen sind, zu verstehen, dass eben der Kauf von Aktien auch ein Risiko mit sich bringt. Also das ist nicht risikolos, ja. Man kann auf der einen Seite viel Geld verdienen, aber eben auch sehr viel verlieren. Ich sag immer ganz spaßig, man kann an der Börse 1000% gewinnen, aber nur 100% verlieren. Also deswegen ist das gar nicht so schlimm.
dort auch mitzumischen. Ich habe ein ganz witziges Beispiel, das habe ich meinen Kindern, das war deine Eingangsfrage, auch mal mit auf den Weg gegeben. Das habe ich 2008, habe ich das irgendwo mal aufgeschnappt. Also wer Mitte 2007 für 1.158,48 € Aktien der Commerzbank gekauft hat, ja, das war ja damals, die wurde ja damals verstaatlicht oder der Staat stieg dort ein. Und die Commerzbank hat eben dann, oder der Commerzbankkurs ging dann dort über viele, viele Monate in den Keller. Also wer diese Aktien der Commerzbank gekauft hat für 1.158,48 €, der musste sich eben 18 Monate lang über fallende Kurse ärgern und hatte eben Ende 2008 noch 215,28 € übrig. Also er hat fast 1.000 € verloren in 18 Monaten. Und jetzt kommt das Witzige an dem Beispiel. Wer im Gegensatz dazu Mitte 2017 für 1.158,48 € Krombacher Bier gekauft und getrunken hatte, ja, der konnte eben 18 Monate lang jede Woche einen Kasten Pilz genießen. Der war ständig heiter, der hatte immer viel Spaß. Der hat den Regenwald gerettet, du erinnerst dich damals, Krombacher hat damit ja geworben. Und er hatte Ende 2018 noch, und jetzt kommt's, Lederflaschen im Wert von 223,30 €. Du siehst, das Leben kann so einfach sein. Und mit einer Investition in Krombacher Bier hätte ich die Performance der Commerzbank-Aktie sogar noch geschlagen. Und das ist so dieses Beispiel, was eben auch zeigt, naja, Aktien sind ja gut und schön, aber es gibt eben auch ein nicht zu unterschätzendes Risiko. Und gerade 2008, und das Beispiel ist ja aus diesem Jahr, das zeigt eben doch, dass die Börse keine Einbahnstraße ist. Und das muss man einmal verstehen. Und wenn man bereit ist, eben auch mal durch das Tal zu schreiten und durch das Tal zu fahren und eben nicht nur immer gen Gipfel zu stürmen, dann ist man, denke ich, gut gewappnet, um sich erstmal mit dem Thema überhaupt zu befassen. Zusammengefasst lässt sich sagen, in meinen Augen ist also Aktieninvestments erstmal nicht ein rein positives Thema. Es ist auch, hat auch negative Aspekte, die muss man kennen. Und wer eine Aktie kauft, der gibt eben sein Geld dem Unternehmen und erhält dafür eben auch etwas zurück, nämlich einen Anteil an diesem Unternehmen. Und alle Aktionäre zusammen gehört dann quasi das Unternehmen. Und sie dürfen deshalb auch mitbestimmen, was in dem Unternehmen passiert und zum Beispiel den Chef wählen, um es mal ganz plakativ auszudrücken. Und je mehr Aktien man hat, desto mehr hat man zu sagen. Leider wird das, Anja-Katharina, heute durch die vielen Investitionsvehikel, die da umgebaut wurden, wie zum Beispiel die Investmentfonds oder die ETFs gerade, ne, da wird dieser Grundsatz so ein bisschen ausgehebelt, weil dort gibt man ja dieses Mitbestimmungsrecht an die Fondsgesellschaft, tritt man quasi ab. Man hat also nichts zu sagen, man investiert nur. Und das finde ich ein bisschen schade. Also man sollte da durchaus auch seine Rechte wahrnehmen und eben dort auch seinen Anteil zu leisten. Darüber haben wir ja auch mal in der ETF-Folge gesprochen. Ich weiß gerade nicht auswendig, welche Nummer das ist, aber die ist noch nicht so lange her. Da ging es ja auch so ein bisschen um das Thema Verantwortung. Also da gerne an der Stelle nochmal reinhören, weil ich möchte jetzt nicht zu weit in dieses Thema abdriften. Wir sind ja hier bei den Grundlagen, sondern ich möchte gerne nochmal einhaken beim Thema Börse. Mir hat das nämlich geholfen, die überhaupt mal zu verstehen und auch ein bisschen historisch zu schauen, wofür war sie ursprünglich da, wie hat sie sich entwickelt, wie ist das früher abgelaufen? Kannst du da vielleicht mal einen kleinen Einblick geben? Ja, mache ich gerne. Also die ursprüngliche Idee einer Börse war ja nichts anderes als erstmal einen zentralen Ort für auf der einen Seite die Händler und auf der anderen Seite die Investoren zu schaffen, ne? Um eben Waren, Rohstoffe, Anleihen und Aktien zu handeln. Das ist erstmal so der ursprüngliche Punkt. Der Handel auf der Börse sollte für alle Beteiligten eben dann dadurch transparent und fair ablaufen, indem man eben bestimmte Regeln und Vorschriften eingeführt hatte, zu denen die Transaktionen eben abgewickelt wurden. Und die Idee war, eine effiziente Methode für den Handel zu schaffen, die es eben auf der einen Seite den Händlern, auf der anderen Seite, ermöglichte, schnell Käufer und Verkäufer zu finden, zusammenzubringen und damit eben den Handel zu beschleunigen. Also ging es ursprünglich gar nicht so vorrangig um Rendite? Nein, das ist nicht die Ursprungsidee gewesen.
Man wollte erstmal so einen Ort schaffen, man wollte einen Platz schaffen, wo eben dieser Handel vereinfacht wurde, transparent gemacht wurde und eben wo es fair ablief, sodass möglichst keiner über den Tisch gezogen wurde. Das ist doch schon mal sehr spannend. Genau. Und ja, also grundsätzlich muss man das erstmal so sehen. Das, was da jetzt draus gemacht wurde in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, das hat eigentlich, und das ist ja das, was ich auch kritisiere, hat eigentlich mit der Ursprungsidee relativ wenig zu tun. Ne? Und das muss man jetzt auseinanderhalten und verstehen. Denn wenn man sich die Geschichte der Börse anguckt, Anja Katharina, dann geht das ja sogar bis ins Mittelalter zurück. Und damals entstanden eben diese Handelsmessen und diese Märkte in europäischen Städten das erste Mal. Und diese Märkte waren eben ein wichtiger Ort für Händler, um Waren zu kaufen und zu verkaufen. Das habe ich ja gerade schon ausgeführt. Und die Idee, von der du jetzt auch gerade gesprochen hast, Aktien von Unternehmen zu handeln und damit Geld zu verdienen, die entstand eben erst deutlich später. Und die erste Aktiengesellschaft, das könnte man vielleicht mal wissen, ist so um das Jahr 1600 entstanden. Ich glaube 1605 oder 1602 so rum. Habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Aber so in etwa passt das. Und das war in den Niederlanden. In den Niederlanden wurde die erste Aktiengesellschaft gegründet. Das war die East India Company. Hat man vielleicht schon mal gehört. Und die East India Company wurde damals gegründet mit dem Ziel, den Handel zwischen Europa und Asien zu erleichtern. Ja, indem sie eben Schiffe und Transportmöglichkeiten und Ressourcen zur Verfügung gestellt hat, um das tun zu können. Okay, Ja, sehr und spannend. dann ging es weiter und weiter und das wurde dann immer professioneller und die Börsen begannen dann eben formelle Regeln und Vorschriften einzuführen. Der Einfluss von Banken nahm zu. Ne? Heute dominieren ja die Banken quasi auch diese Geschichte. Und letztlich ist es jetzt eben zu dem geworden, was wir heute vorfinden. Und heute haben wir eben den Hochfrequenzhandel und alles ist automatisiert. Und ja, das ist so der Trend der letzten Jahrzehnte gewesen, um einfach den Anlegern die Möglichkeit zu geben, am globalen Finanzsystem teilzunehmen und eben dort das Geld zu investieren. Ein Synonym für Aktien, wenn ich richtig informiert bin, ist ja Wertpapiere. Kannst du mal erklären, woher das kommt? Naja, klar, es ist, Wertpapiere sind nicht nur Aktien. Ne? Man muss eben verstehen, an der Börse werden ja die Dinge an sich nicht, die nicht wirklich gehandelt. Oder ich sage immer, die Sachwerte werden nicht gehandelt. Ja? Also die Dinge, die man anfassen kann, findet man da nicht. Sondern es werden immer Wertpapiere erzeugt, emittiert, nennt man das, und an den Markt gebracht. Also man handelt dann also ein Wertpapier auf einen Sachwert. Ja, und das ist eben wichtig zu verstehen, und das ist der Unterschied, wenn ich jetzt mein Geschäft mal heranziehe, der physische Goldhandel, also der Handel mit echten, vor mir liegenden, verfügbaren Gold- und Silberbarren und Münzen. Das kann man an der Börse nicht tun. An der Börse kann man aber auch Gold handeln. Man kann eben Gold in Form von Wertpapieren handeln. Und das ist aber ein elementarer Unterschied, und den muss man verstehen. Und wenn man das einmal verstanden hat, so wie ich, dann ja, ist man da schon ein bisschen kritischer, weil eben mit diesen Wertpapieren auch allerlei Schindluder getrieben wurde und wird und hier eben auch Wertpapiere ausgegeben werden für Dinge, die gar nicht da sind. Also wenn ich jetzt den Goldbereich wieder nehme, es geistert da so eine Zahl durch den Äther, die besagt, dass eben jede Unze Gold, die physisch existent ist, also die produziert wurde, die wurde 400 Mal verkauft. Man kann Ui. diese Zahl nicht recherchieren. Das ist recherchieren. Das ist so etwas, was man so unter der Hand vermutet, dass eben viel mehr Wertpapiere emittiert wurden, als Waren und Dienstleistungen verfügbar sind. Ja, und daher sehr, sehr vorsichtig sein mit Wertpapieren. Das kommt ja auch daher, dieses Wertpapier-Ding, dass das früher tatsächlich so Coupons waren, Ja. die Firma direkt sozusagen übergeben hat. Das heißt, man hatte noch was in der Hand. Das ist ja heute auch gar nicht mehr so, wenn ich richtig Richtig, informiert bin. ja, Das nein, sind nein. ja, es ist ja noch viel virtueller geworden. Liegt Ja. das mit daran, dass sowas passieren kann, was du eben mit dem Gold beschrieben hast? Ja, es wird immer, ja, das ist auch das Gleiche, was mit dem Geld gerade passiert. Ne? Das wird immer virtueller, das ist nur noch eine Zahl im Computer oder Mhm.
in deiner Wallet eine Zahl. Und das, was du gerade beschrieben hast, dass es eben dass diese Haptik verloren geht, ne? Das so ein Problem, was ich eben habe damit, weil dadurch natürlich auch der Zugang der Menschen zu diesem Thema immer abstrakter wird. Ja? Die Leute verlieren dieses Gefühl einfach, wie es ist, mit Bargeld Transaktionen zu machen, mit Wertpapieren Transaktionen zu machen. Und ich bin da extrem kritisch der Sache gegenüber, weil ich, auf der einen Seite finde ich das gut, ja, es macht das Ganze natürlich einfacher, schneller. Auf der anderen Seite verliert man aber den Zugang ganz schnell und das finde ich schade. Okay. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick bekommen, was Aktien so grundlegend sind. Ich würde gern noch mal ein bisschen ins Praktische übergehen. Auch für mein früheres Ich. Wirklich ganz simpel. Wie kann ich denn am besten mit Aktien anfangen, wenn ich noch nie was in der Richtung gemacht habe und kein Depot habe und auch nicht weiß, wo ich sowas bekomme, wo ich das eröffnen kann? Was empfiehlst du? Also deine ersten Schritte, ja, grundsätzlich erstmal, du hast es ja auch schon gesagt, anfangen, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, also sich die Dinge mal vor Augen zu führen, wirklich auch mal abzutauchen, in die Tiefe zu gehen, ein Stück weit. Und ich empfehle eigentlich dann immer, wenn man sich so einen kleinen Überblick verschafft hat, dann tatsächlich mal ein Depot zu eröffnen bei einem Online-Broker. Da gibt es verschiedenste Angebote, die meisten davon sind auch kostenfrei. Also man geht da jetzt erstmal auch nicht ins große Geld, sondern einfach mal ein Depot eröffnen, erste kleine Transaktion selbst machen, sich so wirklich mal mit beschäftigen, was ist das, was ist Bid und Ask, ja, was sind Kurslimits, was sind verschiedene Börsenhandelsplätze. Das sind so Dinge, die man dann wissen muss, wenn man eine Transaktion machen will. Und dann wirklich tatsächlich einfach mal machen. Jetzt nicht mit großen Beträgen, sondern einmal so, komm, ich kaufe jetzt mal für 200, 300, 400 € mal so eine Aktie, die ich gut finde. Die langfristig auch Sinn macht. Ich erinnere da immer an den Rat von Warren Buffett, der gesagt hat, mein Anlagehorizont ist unendlich. Also man sollte wirklich Aktien kaufen, die man dann auch langfristig besitzen möchte und nicht diese kurzfristigen Geschichten, wo man innerhalb von Sekunden oder Minuten eine Aktie erwirbt und die dann auch gleich wieder abstößt. Oder das kann man ja auch mit verschiedenen Finanzinstrumenten machen. Ich kaufe auch nur Aktien, von denen ich langfristig überzeugt bin, deren Geschäftsmodell ich verstehe, wo ich den Markt auch ein bisschen verstehe und die ich eben langfristig haben möchte. Und dann hat man, glaube ich, einen ganz guten Schritt und so entwickelt sich das dann Step by Step, hoffentlich in die richtige Richtung. Gibt es irgendwelche typischen Anfängerfehler, die dir häufig begegnen bei, weiß ich nicht, Kunden, die du berätst oder bei jungen Menschen, wo du in Schulen bist und zum Thema Aktien was sagst? Vielleicht kann man da ja ein paar Sachen ausschließen, wenn du noch ein paar Hinweise gibst. Oh ja, oh ja, oh ja. Eine sehr spannende Frage, Anja-Katharina, die Anfängerfehler. Da wäre ich auch immer zu befragt. Und ich habe dann eine schöne Anekdote. Also grundsätzlich ist ja meine These erstmal, dass Investoren und Anleger ihre Entscheidung, Geld zu investieren, nicht dadurch optimieren, dass sie eben erstmal dann alle möglichen Alternativen ausloten und eben nach der besten suchen. Ja, das tun die meisten nicht. Sondern sie suchen lediglich eine zufriedenstellende Lösung, eine einfache Lösung für die Dinge. Stichwort ETF. Ja, das ist ja eine tolle, einfache Lösung. Man muss sich mit dem Markt gar nicht so intensiv auseinandersetzen. Ja, man kauft sich einfach so eine Zusammenstellung von verschiedenen Aktien und der Fondsmanager soll sich mal darum kümmern. Also das ist ja keine optimale Entscheidung, sondern es ist eine einfache Entscheidung, eine zufriedenstellende Lösung. Und da fällt mir dann immer die Parabel über den Bauern ein, der seinen Hemdknopf verloren hat. Kennst du die? Nee, erzähl mal. Ja, der Bauer braucht eine Nadel, um eben den Knopf wieder anzunehmen, der von seinem Hemd abgegangen ist und den er im Heuhaufen verloren hat, quasi, der Knopf. Ne? Der ist in den Heuhaufen reingefallen und jetzt fängt er an, darüber nachzudenken, ja, was ist zu tun? Er könnte jetzt anfangen, auf die Idee würde ich jetzt kommen, den Heuhaufen nach der Nadel abzusuchen. Du wahrscheinlich auch. Du musst anfangen, die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Ja, das ist aber mühsam. Ja, das wissen wir ja alle. Also beschließt der Bauer, nach irgendeiner Nadel zu suchen, die sich zum Annähen seines Hemdknopfes eignet. Ja? Und plötzlich erinnert sich der Bauer an Gespräche mit seinem Umfeld,
dass es eben in seinem Haus und in seiner Familie üblich ist, Hemden, deren Knöpfe fehlen, in der Waschküche aufzuhängen. Das ist das, was die machen. Ja, jetzt kann man darüber schmunzeln. Vermutlich hat er die Idee, dass irgendjemand ihm eine Nadel dran bringen wird, wenn er das Hemd da in der Waschküche hängen sieht. Oder vielleicht näht er das sogar gleich selbst an. Es kommen die nachts die Heinzelmännchen und machen das. Das ist so seine Idee davon. Und das ist eine zufriedenstellende Lösung, die er hat. Ja? Und die Entscheidungsfindung bei einer Kapitalanlage ist in meinen Augen damit vergleichbar. Auch die Investoren und die Anleger suchen eher nach einfachen Lösungen, so nehme ich das wahr, ja, als dass sie wirklich die Nadel im Heuhaufen suchen. Also die suchen nicht die schärfste und beste Nadel im Heuhaufen, sondern sie machen einfach das, was am naheliegendsten, was am einfachsten ist. Und dieser Prozess wird, jetzt werden wir Englisch, satisfying genannt, von Satisfaction, ja? Mhm. Also Zufriedenheit, Befriedigung. Ja? Und dieser Prozess führt eben dazu, dass Entscheidungen vielfach nach oder Anleger vielfach nach simplen und intuitiven Kriterien ihre Entscheidung treffen. Und suchen dann eben so oder nehmen einfache Regeln zu Hilfe, diese Heuristiken, die wir aus der Psychologie kennen, ja. Und das Problem daran, was ich eben sehe, also Stichwort Börsenregeln, ja, oder ja, wie sagt man dazu? Du weißt, was ich meine, diese Börsen, es gibt ja so einfache Börsenregeln. Ja, und das sind im Grunde genommen nichts anderes als einfache Regeln, Heuristiken, die uns helfen sollen, eben zufriedenstellende Lösungen zu finden. Und ja, das ist eben das, was ich immer sehe, wenn die meisten sich mit dem Thema Kapitalmärkte auseinandersetzen. Und ich habe das in Dutzenden, vielfachen Gesprächen schon gesehen, dass eben da so der Zugang zu dem doch sehr komplexen Thema der Finanzmärkte die meisten Menschen diesen Weg wählen. Und das finde ich halt ein bisschen zu einfach. Also man sollte dann schon, wenn man wirklich Geld in die Hand nimmt, und das ist ja das eigene Geld in der Regel, dann sollte man sich schon intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Okay, also simpel und intuitiv und nur einigermaßen zufriedenstellend hältst du für nicht sinnvoll? Nein. Kannst du das vielleicht nochmal an einem ganz konkreten Beispiel machen? Also wenn ich jetzt drauf losgehe und mir eine Aktie kaufe, was wäre dann der simple, intuitive, nur zufriedenstellende Weg und was wäre der, den du empfiehlst? Na, kennst du das Konzept der mentalen Konten? Hast du das schon mal gehört aus der Psychologie? Nee, erzähl mal. Das Konzept der mentalen Konten, das ist ja, oder manche sagen auch mentale Buchführung dazu. Ja, also das Modell der mentalen Buchführung, das geht auf einen Wirtschaftsnobelpreisträger zurück. Thaler hieß der, glaube ich. Thaler. Und der hat sich eben mit dieser mentalen Budgetierung und Kategorisierung von Ausgaben beschäftigt. Ja, also diese mentale Buchführung besagt eben nichts anderes, als dass wir unsere Ausgaben oder Aufwendungen, ja, also Geld, Zeit oder Anstrengung, unbewusst in mentale Konten einteilen und diese aber dann auch unterschiedlich behandeln. Und die mentale Buchführung kann eben oder erklärt eben damit, warum wir in vielen Situationen ein irrationales Verhalten mit Geld und Zeit zeigen. Mhm. Da gibt es ein ganz berühmtes Experiment zur mentalen Buchführung. Das kennst du vielleicht. Das ist dieser berühmte Theaterbesuch. Ne? Also stell dir mal vor, du hast im Vorverkauf eine Theaterkarte für 20 Euro gekauft. Ich weiß, dass du gerne, ich weiß nicht, ob du das Theater besuchst, aber du besuchst ja oft auch Veranstaltungen. Ja. Und kennst dich damit, glaube ich, ganz gut aus. Ja? Also im Vorverkauf eine Theaterkarte für 20 Euro hast du gekauft. Ja? Und am Eingang des Theaters bemerkst du dann auf einmal, dass du die Eintrittskarte verloren hast. Mhm. So, was machst du jetzt? Jetzt hast du die Wahl. Auf der einen Seite, jetzt kannst du sagen, einerseits kaufe ich mir eine neue Karte? Mhm. Ja? Möglichkeit 1. Andere Möglichkeit, ich verzichte. Ich gehe nicht ins Theater. Mhm. Möglichkeit 2. Es gibt aber noch eine andere Idee, die man dazu entwickeln könnte. Ja? Oder ein anderes Szenario. Du möchtest wieder ins Theater, hast jetzt aber keine Karte im Vorverkauf gekauft. Okay? Ja. Also nicht wie beim ersten Fall.
hast du eine, verlieren, sondern hier hast du keine Karte. Und jetzt kommst du an die Theaterkasse in der Hoffnung, dass noch Karten da sind. Und jetzt bemerkst du, dass du unterwegs 20 Euro verloren hast. Was machst du denn jetzt? Je. Was würdest du tun? Wenn ich noch mehr Geld dabei habe, würde ich mir trotzdem eine Karte kaufen, wahrscheinlich. Ah, okay. Ja. Also, um zu dem Beispiel zurückzukommen, obwohl du in beiden Szenarien den gleichen Verlust erleidest, ja, sind in dem ersten Szenario nur 46% der Menschen bereit, sich ein neues Ticket zu kaufen, während beim zweiten Szenario es 88% sind. Krass. Kannst du dieses irrationale Verhalten erklären? Ja, das kannst du nicht. Ja, und das ist eben, richtig spannend. Ich verstehe deinen Punkt. Ja, das ist eben genau der Punkt, den ich eben da jetzt zum Beispiel sehe, wenn man die mentalen Konten mal zu Rate zieht, dann gibt es eben noch selektive Wahrnehmung von Informationen. Man hat Verfügbarkeitsheuristiken und so weiter und so fort. Also es ist ein spannendes Feld. Wir können ja mal eine Folge machen zu diesem Thema. Unbedingt. So ein bisschen Börsenpsychologie, Verhaltenspsychologie ist ganz witzig, wenn man sich damit mal beschäftigt. Dann kann man das, glaube ich, noch besser einordnen und tappt nicht immer gleich in die erstmögliche Falle, die sich da auftut. Super, also zum Thema Börsenpsychologie machen wir sehr gerne eine Folge. Ja. Und du sprichst ja auch in der nächsten Folge mit einem Experten. Da kannst du ja vielleicht auch schon die ein oder andere Frage dazu stellen, weil ich merke, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Also einem Aktienexperten. Ja, Wir verraten mal noch nicht, wer es ist, aber der kommt in der nächsten Folge zu Besuch. Ja. Kannst du mir für den Abschluss vielleicht noch verraten, welche Gewichtung Aktien in deinem persönlichen Portfolio haben gegenüber anderen Anlageformen? Na klar, kann ich das. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich verfolge ja die Handelsstrategie. Und ich habe eben eine Gewichtung immer so zwischen 10% und 20%, mehr nicht. Also ich bin da nicht so jetzt wie andere, die sagen, ich habe ein reines Aktienportfolio. Nee, mir ist wichtig bei der Geldanlage, dass ich Optionen habe. Ja, Optionen, also nicht die Optionen, die Optionsscheine, ja, die man kennt an die Finanzinstrumente, sondern Möglichkeiten zu reagieren. Und wenn ich eben 100% meines Vermögens in eine Sache investiert habe, eine Lebensversicherung oder in einem Bausparkonto oder auf dem Sparbuch liegen habe oder in Aktien investiert bin, dann habe ich eben keine Option, wenn der Markt sich mal gegen mich entscheidet. Ja, und deswegen ist es mir wichtig, Optionen zu haben. Wie gesagt, die Handelsstrategie ist ja, habe ich ja schon erklärt, also Edelmetalle, Cash-Position, kurzlaufende Anleihen machen da den Hauptteil aus. Und der Rest sind dann eben Aktien. Und ich rede jetzt hier vom liquiden Vermögen, nicht vom Gesamtvermögen. Ja? Natürlich habe ich dann auch noch Immobilien und so weiter. Aber das ist eben der Teil, wo ich sage, hier brauche ich Optionen, hier brauche ich Möglichkeiten. Und deswegen bin ich eher ein Freund davon, sich ein bisschen entspannter aufzustellen und einfach mal auszuharren der Dinge, die da kommen. Und schaust du dir von jedem Unternehmen, wo du Aktien kaufst, so die Vision, die Werte und so weiter an und beschäftigst dich ein bisschen damit? Natürlich, absolut. Ich nutze keine Finanzinstrumente. Mhm. Ich investiere direkt in die Unternehmen, die ich haben möchte. Ich bin zum Beispiel ein Fan von Warren Buffett, das ist ja nun kein Geheimnis mehr. Ich habe mir zum Beispiel sein Unternehmen auch ins Portfolio gelegt, Berkshire Hathaway, die teuerste Aktie der Welt, die habe ich jetzt nicht, die A-Tranche, sondern ich habe die B-Tranche, die ist so ungefähr bei 300 Euro das Stück. Und das sind so für mich, da gucke ich mir natürlich an, was der macht da, ne? Was dahinter steckt wie er das macht und warum er das kauft. Und ja, das sind so Dinge, wo ich mich dann intensiv mit beschäftige, weil das ist wichtig. Ich bin kein Fan davon, die Verantwortung in andere Hände zu legen. Ja, das finde ich immer wieder einen spannenden Ansatz. Habe ich auch mit begonnen. Die erste Aktie, die ich gekauft habe, ist von einem Unternehmen in meiner Heimatstadt. Hi. Genau. Verrätst du es uns? Noch nicht. Okay, in einer der nächsten Folgen. Einverstanden. Genau, ich habe sogar überlegt, mal zu der kommenden, wie sagt man, Hauptversammlung? Hauptversammlung, ja. Zu gehen und mir das einfach mal anzuschauen. Ich werde gerne mal in einer kommenden Folge berichten. Das ist eine gute Wahl, eine gute Entscheidung.
das mal zu machen. Obwohl ich das Unternehmen nicht kenne, hört sich das schon mal richtig gut an. Du übernimmst Verantwortung und das ist der richtige Weg. Das habe ich von dir gelernt, Ronny. Vielen Dank. Gerne schön. Und danke auch für den Einblick ins Thema Aktien. Ja. Wir haben eine halbe Stunde gequatscht. Ich glaube, das ist genug. Oh, ist schon wieder um die halbe Stunde. Ja. Und dann kannst du ja weiter ins Thema gehen mit dem Experten in der nächsten Woche. Ja. Wunderbar. Und dann hören wir uns in der übernächsten Woche wieder. So ist das. Super, Ronny. Bis dann. Bis dann. Danke fürs Gespräch, Anja-Katharina. Danke dir. Tschüss. Ciao.